Guten Morgen, günaydın, dzień dobry, liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein ganz, ganz irgendwo auch trauriges, vielleicht auch mysteriöses Video. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, aber Paul Unterleitner ist spurlos verschwunden. Letztes Lebenszeichen ist fast einen Monat her, nämlich am 2. September. Seitdem kam weder ein Video, noch eine Story, noch ein Instagram-Post. Der Typ ist einfach von der Bildfläche weg. Was ist passiert? Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe ein bisschen geguckt, wann gab es das letzte Lebenszeichen. Wo war er zu diesem Zeitpunkt? Ja, wir gucken uns jetzt das Ganze gemeinsam an. Und ich würde mal sagen, viel Spaß mit dem Video, Friends. Wir starten das Ganze und schauen uns als erstes seine Instagram-Seite an. Der junge Naturalathlet hat fast eine halbe Million Follower auf seiner Seite, nämlich 456.000 Leute folgen schon Paul Unterleitner. Und wenn ich mir jetzt hier so sein Profil anschaue, hat er wirklich regelmäßig fleißig Beiträge gepostet, seien es Bilder, seien es Stories, Reels oder auch seine YouTube-Videos. Mit ein, zwei Videos die Woche war er schon brutalst am Start. Darunter waren auch natürlich viele Feature-Videos am Start, sei es bei Johannes auf dem Kanal oder zuletzt ziemlich häufig bei seiner Freundin Camilla, aka Paulina. Der letzte Post war zusammen mit Unge auf Madeira, ja? Ebenfalls das letzte YouTube-Video von Paul Unterleitner. Das sneaken wir mal kurz rein. Das haben wir uns gemeinsam reingezogen. Nämlich Unge hat mich in dieser Übung komplett zerstört. Das Video ist erschienen ebenfalls am 2. September 2022. Und da gucken wir uns noch mal ganz kurz ein paar Szenen gemeinsam an. 100 Kilo haben wir jetzt drauf. Schön in die Dehnung gehen, ne Paul? Da erinnern wir uns noch, die haben beide gemeinsam Waden trainiert, wo Unge ihn komplett auseinandergenommen hat. Kann ich meckern. Der Paul ist ja noch neu in der Fitnessszene. Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute zu Gast bei Simon, aka Unge. Hallo. Wir haben es geschafft, wir sind in Madeira und heute einfach eingeladen bei dir zu Hause. Danke, danke. Ich glaube tatsächlich, dass der Kollege sich auf Madeira, ziemlich gut gehen lässt und immer noch dort ist. Vielleicht chillt er mit Unge, raucht sich die Birne weg, raucht ein paar Joints. Wer weiß, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber das ist vielleicht so eine Theorie, die man aufstellen könnte. Dann könnte man natürlich sagen, vielleicht plant er ein brutales Comeback. Ich habe angefangen zu stoffen und das ist meine Transformation nach ein, zwei Monaten. Wer weiß. Ich habe weder vor, was zu nehmen, ich nehme auch nichts und dabei soll es auch bleiben. Wer weiß, wann er überhaupt wiederkommt und ob er überhaupt wiederkommt. Man weiß es wirklich nicht. Ich habe ja meine Kontakte überall auch diesmal spielen lassen, ja. Die Rufnummer von Paul Unterleitner habe ich nicht. Die Stoffer, das waren meine Feinde. Privat haben wir auch so gut wie gar keinen Kontakt, aber ich habe mal ein bisschen meine Kontakte spielen lassen und die sind auch komplett sprachlos. Die wissen nicht, was abgeht. Die konnten mir auch keine näheren Informationen liefern, ja. Eine weitere Theorie ist vielleicht, ist der Kontakt zu Pauls Stoffticker abgebrochen, verschwunden und Paul kommt nicht mehr an seinen Joghurt, an seinen Stoff ran und kann seine pralle Fake-Netty-Form nicht mehr präsentieren. Gibt es einen Unterschied? Gibt es keinen Unterschied? Das könnte natürlich auch sein, wer weiß. Oder, wie schon gesagt, er plant gerade seine erste Kur. Ist jetzt kein Scheiß, ist kein Joke, könnte ich mir vorstellen. Und sagt, so, passt auf, Leute, meine Netty-Ära ist zu Ende. Jetzt beginne ich quasi Bodybuilding auf der dunklen Schattenseite und fange an zu ballern. Hier ist es meine Transformation nach den ersten 2-3 Monaten und Paul kommt einfach mit 10-15 Kilo brutaler Masse wieder zurück auf YouTube. Wer weiß, ja. Am 12. September war er jedoch zu sehen beim Video von Camilla. Da gucken wir uns das Ganze auch nochmal gemeinsam an, was das für ein Video ist. Nämlich, ich esse alles, was ich will, Hauptsache süß. Grammy-Bills ist tausendmal besser. Also das ist schon geil, man schmeckt halt einfach mit dem Zucker. Ah, es läuft so einfach alles bei ihm. Ich hatte so Herzklopfen auch und fühle mich jetzt auch einfach absolut scheiße. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Und das ist quasi ein Vlog im Full Day of Eating Style und Paul hat einen kleinen Feature-Gastauftritt, nämlich ungefähr bei Minute 7
sitzt er mit Camilla am Tisch, also er lebt noch. Das war am 12. September. Viele haben auch sich gefragt, vielleicht geht es ihm gesundheitlich nicht gut. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr auf Social Media. Vielleicht steigt ihm das Ganze zu Kopf. Vielleicht hat er einen Burnout, man weiß es nicht. Er hat ja bereits eine kleine Social Media Pause gemacht. Da gab es auch schon ein Video zu. Das gucken wir uns gleich an. Aber hier erstmal der Gastauftritt bei Camilla am 12. September. Lecker. Camilla, jetzt komm ich weiter, bitte. Also dort hat man ihn auch ganz kurz gehört und gesehen. Also gelacht hat er auch. Ich denke mal, gesundheitlich ist er nicht angeschlagen. Ihm wird es schon gut gehen. Eine weitere Theorie, die ich aufgestellt habe, könnte auch natürlich sein, dass Paul finanziell so aufgestellt ist, dass er gar kein Social Media mehr braucht, das Paul ausgesorgt hat. Vielleicht ist er ins Krypto-Business eingestiegen. Vielleicht ist der Kollege ja jetzt im Immobilien-Business eingestiegen. Man weiß es nicht, wirklich. Falls ihr irgendwelche Informationen habt, vielleicht seht ihr, vielleicht trainiert ihr aber euch im Gym. Vielleicht seid ihr zufällig auf Madeira und kifft mit Paul eine Runde, schmeißt euch irgendwelche Pilze rein, weiß ich nicht. Haut's auf jeden Fall in die Kommentare, mich würde das brennend interessieren. Und eine weitere Sache könnte auch sein, vielleicht kommt er aus der kompletten Bedeckung, macht gerade eine Wettkampf-Prep und man sieht ihn einfach auf der Bühne. Das wäre für mich das Nonplusultra, wenn Paul hier aktuell irgendwie sich in Wettkampf-Prep befindet und aus der kompletten Bedeckung im Kai Green Style den Hoodie auspackt und einfach auf der Bühne steht. Das wäre auch natürlich richtig krass. Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar haben wir gerade auf Powerstage einen brutalen Deal, nämlich zahle 3, erhalte 4 Produkte. Unter anderem haben wir dort das berühmt-berüchtigte Whey Isolat, was ich aktuell in Geschmacksrichtung Vanille für mein Porridge oder mein Rice Meal nutze. Sehr, sehr geil. Das Ganze findet ihr wie immer auf powerstage-germany.de. Mit dem Rabattcode William sichert ihr euch den besten Rabatt und den 4 für 3 Deal. Lohnt sich extremst. Wir haben übrigens auch ein neues Produkt am Start, nämlich unser Proteinpudding, was ich euch auch wärmstens ans Herz legen kann. Perfekter Snack für zwischendurch oder auch als letzte Mahlzeit. Da Proteinpudding bei uns aus Casein besteht. Sehr, sehr nice. Testet es auf jeden Fall aus. Ich danke euch für den Support. Weiter geht's mit dem Video. Wenn man auf seine Instagram-Bio geht, sieht man, er befindet sich immer noch im Team Rocker. Ja, er ist immer noch Natural Probo Bodybuilder und er ist vegan. Komisch, 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 komisch. Freunde, falls ihr Insider-News habt oder irgendwas zu Pauls aktuellen Situation wisst, haut es nochmals in die Kommentare. Mich würde es brennend interessieren. Wir vermissen alle Paul. Wir brauchen Content von Paul. Wir müssen auf Paul reacten. Das war's auch schon mit dem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Haut wie immer die Kommentare voll. Lasst ein Abo da. Liked das Video. Ich küsse eure Kniescheibe. Wir sehen uns am Freitag wieder auf Twitch um 20.30 Uhr. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Habt einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, whatever. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bin zu 1 Milliarde % Netty.